Konnichiwa, meine Freunde. Als Anime-Fan kennt man ja die kleinen Unterschiede zwischen dem japanischen Original und den angepassten Versionen für die dummen westlichen Teufel. Schauen wir also mal, wie Pokémon bei uns geändert und zensiert wurde. Das Eis Pokémon Rosanna war im japanischen Original nicht lila, sondern schwarz, was für das amerikanische Publikum wohl zu problematisch gewesen wäre. Die schwarze Hautfarbe in Zusammenhang mit den dicken Lippen ging dann wohl doch etwas zu weit. Und so wurde bei uns Rosanna das lila Pokémon, das wir heute alle kennen und lieben. Naja, das wir alle kennen. Gibt es richtige Rosanna-Fans? Ich glaube nicht. Schreibt es mir mal in die Kommentare. In diesem Fall der Zensur geht es mal wieder um Brüste. Yay! Denn in der 18. Folge des Pokémon-Anime Beauty and the Beach kann man sehen, wie sich James von Team Rocket als Frau verkleidet, inklusive aufblasbare Brüste, welche aber täuschend echt aussehen. Westliche Länder konnten das dann wohl nicht so recht akzeptieren. Und so wurde die Folge bei uns nie ausgestrahlt. Schade eigentlich, James würde sich bestimmt gut auf einem Waifu-Pillow machen. Wo wir gerade bei Brüsten sind. Oh Mann, das ist auch so ein Satz, den man eigentlich nicht sagen sollte. In Pokémon Stadium für den guten alten N64 gab es auch eine Szene, die einigen besorgten Eltern wohl etwas zu weit ging. Wenn Nidoqueen aus dem Pokéball hüpft, dann fasst sie sich ziemlich offensichtlich an die Brüste. Zumindest im japanischen Original. Warum auch nicht? Das war für westliche Länder aber mal wieder zu anzüglich. Das Ergebnis? In unserer Version schüttelt Nidoqueen ihren Oberkörper, wenn sie aus dem Pokéball springt. Das ist nämlich weitaus weniger problematisch. Anscheinend. Wiggle, wiggle, wiggle. Und natürlich darf in diesem Video auch die Geschichte rund um die legendäre Porygon-Folge nicht fehlen. Denn als die 1997 zum ersten und letzten Mal in Japan ausgestrahlt wurde, mussten danach knapp 700 Kinder ins Krankenhaus. Der Grund? Die schnell flackernden Farben lösten bei einigen Kindern epileptische Anfälle aus. Daraufhin wurde die Episode verbannt und nie wieder gesendet. Trotzdem gibt es die besagte Szene natürlich online zu finden. Schaut euch die aber lieber nicht an, wenn ihr nicht auch ins Krankenhaus wollt. Wenn ein erwachsener Mann eine Waffe auf ein 10-jähriges Kind richtet, ist das nicht ganz so cool. In Folge 35 der ersten Staffel passiert aber genau das. Da braucht man sich nicht wundern, wenn einige besorgte Eltern auf die Barrikaden gehen, und genau aus diesem Grund wurde die Szene bei uns rausgeschnitten. Alkohol ist ein sensibles Thema in Kinderserien. Zumindest in den USA. Deswegen entfernte man dort den Stiel von einem Weinglas. Wirklich. Der Stiel wurde einfach wegretuschiert. Giovanni trinkt also wahrscheinlich einfach nur Saft. Richtiger Badass, der Typ. Dass Team Rocket böse ist, wissen wir alle. Aber dass sie sich auch noch die Nazis als Vorbild genommen haben, war selbst mir neu. Doch ich denke, der Nazi-Gruß ist hier eindeutig als solcher zu erkennen. Nennt man das Nazi-Gruß? Das bedeutet, dass Team Rocket nicht nur böse sind, sondern auch noch Nazis. Zumindest in Japan. Denn bei uns wurden die erhobenen Hände einfach etwas umgestaltet, sodass es nicht mehr nach dem Nazi-Gruß aussieht. Außer bei Mauzi. Kommen wir jetzt aber zu Menschen, die noch viel schlimmer sind als Nazis. Nämlich Speedo-Träger. Die gibt es leider auch in den Pokémon-Spielen. Zum Glück aber wurde aus diesem Unmensch in der deutschen Version ein ganz normaler Badehosenträger. Glück gehabt. Wusstet ihr, dass Slimer ein wirklich perverses Pokémon ist? Das schleimige Pokémon schaut auf der japanischen Pokémon-Karte einer Frau unter den Rock. Für westliche Länder war der Sexismus nicht in Ordnung. Hier schaut das Pokémon einfach nur nach vorne. Das ist eine Änderung, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass es da wirklich jemanden gegeben haben muss, den das so krass gestört hat, dass er das Artwork der Karte ändern ließ. Naja. Und wo wir gerade eh bei Röcken sind, habt ihr euch schon mal gefragt, wer dieses Mädel im Pokémon-Intro ist? Da hilft uns der Original-Intro-Song, denn in dem japanischen Liedtext gibt es einen Hinweis auf sie. So heißt es dort nämlich, dass Ash überall nach Pokémon sucht, sogar unter den Röcken von Frauen. Richtiger Badass, der Typ.